Mein Geld kommt davon, wie ich das alles betrachte und annehme und bereit bin, damit zu wachsen. Hallo, liebe Gabrielle, wie schön, dich wiederzusehen. Und ich freue mich schon so auf unseren gemeinsamen Akasha-Abend. Und ja, erzähl doch mal, wie geht's dir denn so? Danke, Sabine. Mir geht's sehr gut und ich freue mich auch auf unseren Akasha-Chronik-Webinar-Abend. Das wird schön werden. Ich habe schon alles vorbereitet und ausgearbeitet. Und es ist ja unser Ziel, mit diesem Webinar einmal die Menschen ein bisschen in die Akasha-Chronik zu führen. Und dann als zweites Ziel haben wir, dass wir wirklich den Menschen helfen wollen, mit Liebe und Freude ihren Wohlstand zu kreieren, weil ich glaube, das ist im Moment auch ein Thema, das oft so in Deutschland immer wieder hochkommt, wo, also ich höre immer, dass alles wird teurer, höre ich. Das höre ich von Deutschland. Stimmt das? Ja, absolut, absolut. Ja. Ich habe gestern auch mich gerade mit einer Fachfrau ausgetauscht, die sich auch da darauf spezialisiert hat, Seminare im Ausland zu bewerben. Und die hat mir das auch gesagt, dass es immer schwieriger wird, die Seminare halt zu füllen, weil alle anfangen zu sparen. Aber es ist ja auch kein Wunder, wenn ein Brot plötzlich 5 € kostet und die Echt, wow. Tankfüllung statt 70 € plötzlich 100. Das ist natürlich auf den ganzen Monat gesehen oder gar aufs Jahr gesehen schon enorm, dass wie die Ausgaben einfach pro Kopf steigen, ja. Und die Leute fangen an zu balancieren und sich natürlich auch Sorgen zu machen, wohin das noch führen soll, ja. Ja, das kann ich gut. Deswegen, es hat mich auch nicht gewundert, wir haben ja eine Umfrage gemacht. Das fand ich super, um einfach mal zu schauen, was unsere Gäste, unsere Teilnehmer im Moment so interessiert, was sie bewegt. Und da war an erster Stelle ja Abundance, ja, also Reichtum. Ja, da frage ich mich so von meiner Perspektive und meiner Erfahrung mit der Akasha-Chronik, wenn wir unseren Wohlstand auf etwas beziehen, dass die Preise immer gleich bleiben oder dass immer alles gleich im Leben weiterläuft, dann ist es ja eigentlich kein Wohlstand. Dann leben wir ja in Angst und klammern uns an etwas fest, was wir kennen. Aber das Einzige, was sicher im Leben ist, ist, dass sich immer alles verändert. Und ich sehe es einfach so, dass sich etwas erweitert, wie so ein Samen, den man in den Boden pflanzt und dann fängt er an zu wachsen und es wächst alles weiter. Und genau so ist es ja auch mit unseren Lebensumständen. Alles verändert sich immer. Also wenn du schaust, vor 30, 40 Jahren war wieder alles noch billiger. Und wir haben auch da durch diese Jahre gut gelebt und auch ein schönes Leben gehabt. Und ich habe das Gefühl, dass das genauso weitergehen wird, dass aber im Moment diese Angst und diese sich darauf fokussieren, dass alles teurer wird, die Menschen eigentlich von ihrem Wohlstand abschneidet. Also, dass diese Angst, die so die Spirale runterbringt, anstelle zu sagen, okay, mein Geld kommt von Gott, nicht von der Arbeitsstelle oder von einer bestimmten Person oder so, sondern mein Geld kommt vom Universum. Und was ich damit meine ist, mein Geld kommt davon, wie ich das alles betrachte und annehme und bereit bin, damit zu wachsen. Und das würde ich gerne in unserem Webinar erarbeiten und erforschen und mal schauen, was wir da so rausarbeiten können. Einmal für uns kollektiv, aber auch für jeden Einzelnen, der daran teilnimmt. Also ich freue mich schon sehr darauf. Bin mal gespannt, was für Antworten von der Akasha-Chronik kommen und wie die Menschen sich danach auch wirklich fühlen in Bezug auf Wohlstand. Ja, I'm so looking forward. Ich freue mich so darauf. Und du hast ja eben gesagt, die Leute werden von der Angst wie abgeschnitten und auch abgelenkt. Und es ist so Ja. toll, dass du uns wieder dahin lenkst, wieder auf die richtigen Schienen setzt sozusagen und vielleicht auch wieder mehr in die Anbindung bringst. Wahrscheinlich machen wir auch Meditationen, oder? Wo du mit uns Ja. diesen Weg gehst in diese Anbindung. Eine ganz tolle Meditation werden wir machen. Also ich liebe diese Meditation. Die habe ich mal von der Akasha-Chronik in eine Lesung bekommen und ich habe sie mitgemacht und ich kriege jetzt Gänsehaut, weil mir bewusst geworden ist, welche Einschränkungen ich noch in Bezug auf Geld habe.
Und das durfte ich da verändern. Ich meine, ich glaube, dass die meisten Menschen, ich eingeschlossen, immer mal wieder durch so einen Zyklus gehen, wo wir ein bisschen Angst haben, etwas zu verlieren. Sagen wir das doch mal so. Und was ich dann immer mache, also einmal gehe ich in die Akasha-Chronik, weil mir das immer hilft, aber man kann auch schon mal zurückschauen, wie das ganze Leben so verlaufen ist und auch daraus Erfahrungen ziehen und sagen, okay, es ist alles in Ordnung. Ich vertraue auf das, was ich weiß und nicht auf das, was ich gezeigt bekomme von Menschen oder von der Regierung oder von der Gemeinschaft oder so. Und ich muss ehrlich sagen, mit dieser Einstellung bin ich immer sehr gut durchs Leben gesegelt und ich hoffe, dass ich das hier auch weitergeben kann. Also, dass wir einfach nicht immer nur die Spirale runterschauen, sondern uns umdrehen und schauen, wo sind denn hier die Möglichkeiten? Wo ist denn hier noch Wachstum möglich? Wo kann ich hier denn noch mehr auch Frieden und Freiheit für mich kreieren? Weil es geht ja nicht nur ums Geld. Wir haben uns im Vorgespräch ja auch so ein bisschen drüber unterhalten und beide gesagt, also nur arbeiten macht auch keinen Spaß, weißt du, nur sich auf solche Sachen, auch wenn wir es lieben, wir müssen uns auch eine gute Lebensqualität kreieren, also ein gutes Gleichgewicht, damit wir auf allen Ebenen diese Seele, dieses Menschsein wirklich würdigen und leben können. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das so zusammenbringen und dann auf das Thema Geld oder Wohlstand, wie du es gerne benutzt, das Wort benutzt, einfach mal ausdehnen und erarbeiten. Ich freue mich drauf. Ja, ich mich auch. Es ist ja auch so, dass zum einen, also wenn man jetzt in der Situation ist, wo man Angst hat, dass man morgen kein Geld mehr hat oder in ein paar Wochen, dass man dann so hart überlegt, was kann ich tun aus der Angst heraus. Aber es gibt ja auch diese Effortless Abundance, also dieses Selbstverständliche. Und ich glaube, wenn wir da in diese Energie reinkommen und rausgehen aus dem, was die Medien mit uns machen, dass wir dann in einen ganz anderen Fluss des Wohlstands kommen, der so selbstverständlich und mit viel mehr Leichtigkeit kommt. Ich merke das in meinem eigenen Leben. Was habe ich immer so gedacht, muss ich hart arbeiten für alles? Und seit ich aufgehört habe, allem hinterher zu rennen, rennt mir plötzlich alles hinterher. Also es ist wirklich eine Frage des eigenen Bewusstseins. Und lass uns wirklich gucken, dass wir an dem Abend diese Störfelder beseitigen. Ich Genau muss das davon ist genau das, abhalten. genau das ist das Thema. Ganz genau, meine Liebe. Es geht einfach darum, diese alten Muster loszulassen. Wenn ich viel will, muss ich viel geben und es muss schwer erarbeitet werden. Das stimmt nicht. Es gibt so viele Menschen, die viel haben und nicht so viel arbeiten. Und es ist auch in Ordnung so. Und wenn ihr das hört jetzt, die hier so zuschauen, und das stört euch, was ich gerade gesagt habe, dann wisst ihr auch, wo das Problem liegt. Weil das muss man anderen dann auch gönnen. Anstelle neidisch zu sein oder zu irgendetwas Negatives hochkommt, ist in Ordnung, würdigt das. Aber dann schaut auch hin und sagt, Mensch, wenn die das können, dann kann ich das auch. Wenn das Universum denen das zugesteht, dann bin ich genauso würdig und berechtigt und wertvoll. Und ich glaube, da wollen wir auch noch mal die ganze Einstellung so ein bisschen besser einrenken, damit wir wirklich alle gemeinsam wachsen können und diesen Wettstreit und diese, weißt du, diesen Neid oder diese Angst, was hier alles dazugehört, einfach auflösen können und weglassen können, weil wir dürfen alle wachsen. Ja, liebe Gabriel, es gibt vielleicht einige hier in meiner Sonderevent-Community oder wo auch immer ihr jetzt gerade zuschaut, die mit der Akasha noch nie was zu tun hatten. Vielleicht magst du uns noch kurz verraten, was das Besondere an dieser Arbeit ist und wie das funktioniert. Wie es funktioniert, kann ich dir so schnell jetzt nicht zeigen, aber das werden wir im Webinar machen. Was das Besondere an der Akasha-Chronik ist, ich freue mich, wenn die Leute das wirklich selber erleben können, weil Worte beschreiben es einfach nicht. Ich kann in Worten Honig beschreiben, aber ihr wisst trotzdem nicht, wie es schmeckt. Aber für mich ist es eine Quelle der. Ich spüre so viel Liebe von denen und so viel Fürsorge für mich. Und die Antworten, die ich von denen bekomme, die berühren etwas in meinem Inneren.
wo ich denke, ah, jetzt kann ich es loslassen, ohne dass ich lange dran arbeiten muss oder leiden muss oder heilen muss oder irgendwas, sondern weil ich es einfach anders auf einmal verstanden habe. Das ist für mich das größte Geschenk der Akasha-Chronik. Und dann können wir natürlich noch viele andere Dinge mitmachen, wie zum Beispiel in Themen von vergangenen Leben bearbeiten oder energetische Anhaftungen abtrennen. Aber das werden wir nicht im Webinar besprechen, sondern im Webinar werden wir uns mit der eigenen Akasha-Chronik verbinden und dann diese Themen für den Wohlstand ausarbeiten, für uns selbst und hoffentlich auch für die Gemeinschaft. Und das Ja. am 10. April ab 19 Uhr. Ja, genau, super. Hier auf diesem Kanal. Sehr schön. Super, Ja, ich freue mich freue sehr mich. darauf. Und wenn ihr alle dabei seid. Ja, super, danke, ich freue mich. Tschüss.